Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Es geht weiter mit dem nächsten Thema. Heute möchte ich euch bekannt machen mit dem Podcaster Max Luga-Vera. Sein Thema Demenz. Prävention ist alles. Eine kurze, aber spektakuläre Sicht auf eine gesunde Ernährung für das Gehirn. Angefangen hat er mit diesem Thema, als seine Mutter an einer Kombination von Demenz und Parkinson erkrankt ist. Und seither erforscht er intensiv den Zusammenhang zwischen Ernährung und Demenzkrankheiten. Er wollte Antworten finden auf die Frage, ob man die Entstehung solcher Krankheiten verhindern oder doch wenigstens den Verlauf verlangsamen kann. Inzwischen hat er mehrere Bücher geschrieben, von denen eines zumindest auch ins Deutsche übersetzt wurde. Der Titel ist Geniales Essen und man findet es bei Amazon. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. Wer mehr wissen will über Verlauf, Symptome, Diagnose und die schulmedizinischen Behandlungsmethoden von Demenz und Parkinson, kann sich im Internet schlau machen. Das würde hier zu weit führen. Max hat erlebt, wie aus seiner Mutter vor ihrem Tod immer mehr eine leere Hülle wurde. Und er begann sich die Frage zu stellen, ob ihm aufgrund seiner Verwandtschaft, aufgrund seiner Gene vielleicht ein ähnliches Schicksal bevorsteht. Von Ärzten und Krankenhäusern kann man eine Versorgung und Symptomkosmetik erwarten, aber keine Heilung. Die medizinische Fachwelt hat das Ziel, die Schmerzen zu reduzieren, falls vorhanden, die Lebensqualität, das restliche Leben der Betroffenen angenehmer und erträglicher zu machen. Und das ist natürlich besser als gar nichts, aber die Frage muss erlaubt sein, ob man mehr tun könnte. Wie wäre es, wenn wir die Krankenversorgung durch Gesundheitspflege ersetzen? Der Pharmaindustrie gefällt diese Vorstellung natürlich gar nicht, weil man daran nichts verdient. Aber wenn man selbst betroffen ist oder jemanden in der Familie hat mit so einer Krankheit, dann klammert man sich an jede Hoffnung. Gesundheitspflege beginnt damit, dass man darauf achtet, was man in seinen Einkaufswagen legt. Den Film auf der Couch durch einen Spaziergang ersetzen ist ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Bei Max Luga-Veras Mutter machte sich die Krankheit 2011 mit Nebel im Gehirn bemerkbar. Und wer ein vernebeltes Gehirn hat, hat Schwierigkeiten mit der Verarbeitung von Informationen. Der Denkprozess wird schwerfällig, er verlangsamt sich und logische Zusammenhänge werden nicht erkannt. Für den Sohn war das etwas vollkommen Neues und Unerwartetes. Er kannte seine Mutter so nicht, die aus New York kam, wo alles immer ständig in Bewegung ist und die Leute viel reden, sich viel bewegen. Und überhaupt, man ist immer in Aktion und immer aktiv. Die Mutter wurde untersucht und bekam die Diagnose Parkinson Plus. Also Parkinson Plus PPS, das ist eine relativ seltene Kombination von Parkinson und Demenz. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem Wikipedia-Artikel, wo ihr nähere Einzelheiten über diese Krankheit erfahren könnt. Max hatte nach der Diagnose die erste Panikattacke seines Lebens, was jeder, der eine gute Beziehung zu seiner Mutter hat, gut nachvollziehen kann. Er fühlte sich total überwältigt und hilflos. Da traf er dann die Entscheidung herauszufinden, warum seine Mutter Opfer dieser Krankheit geworden war und ob und wie man ihr helfen könnte. Aber vor allem trieb ihn halt die Frage um, ob er irgendwann selbst zum Parkinson-Plus-Patienten werden könnte. Demenz beginnt Jahre und oft Jahrzehnte vor den ersten wahrnehmbaren Symptomen. Eine Heilung mit Medikamenten gibt es nicht, aber es gibt vielversprechende Untersuchungen
über den Einfluss einer gesunden Ernährung. Bewegung trägt ebenfalls dazu bei, dass das Gehirn länger funktionsfähig bleibt. Max beschloss, seine Informationen unter die Leute zu bringen. Er begann, für seine Mutter und seinen Bruder zu kochen. Er wurde der Chefkoch in der Familie. Sein neues Ziel war gehirngerechte Ernährung. Ärzte wissen oft erstaunlich wenig über die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Lifestyle. Aber durch das Internet sind wir heute nicht mehr so sehr auf sie angewiesen, sondern in der Lage, uns selbst zu informieren und unsere eigenen Experimente zu machen. Max ist ein Querdenker und im Gegensatz zu Ärzten weder auf die Zustimmung noch das Geld von irgendwelchen Behörden oder Gremien angewiesen. Ärzte sind lange nicht so frei, wie man denkt. In den USA zum Beispiel riskieren sie mit unkonventionellen Empfehlungen zumindest den Verlust ihrer Approbation und eventuell Rufmordkampagnen und Schlimmeres. Man hört immer mal wieder von verschwundenen Ärzten und solchen, die sich angeblich das Leben nehmen. Und das sind alles Ärzte, die sich alternativen Heilmethoden verschrieben haben. Noch weniger bekannt als das ist die Pharma-Mafia, die möglicherweise etwas damit zu tun hat. Und nein, ich erzähle euch keine Märchen. Vor diesem Hintergrund kann man die Angst der Ärzte natürlich gut verstehen. Und da ist es ein befreiender Gedanke, dass man sich als Privatperson mit allen möglichen Ideen und Strömungen frei beschäftigen und sie erforschen kann. Max hat sich inzwischen komplett diesem Thema verschrieben und sagt, dass er das bis zu seinem Tode weiter betreiben wird. Seine Mutter ist 7 Jahre nach der Diagnose gestorben. Er sagt, wenn meine Informationen dazu beitragen, dass irgendjemand ein paar Wochen, ein paar Monate oder Jahre länger lebt und sich einer besseren Lebensqualität erfreuen kann, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und genau das ist der Grund, warum ich meine Videos mache. Es gibt immer mehr sogenannte Volkswissenschaftler. Manche betreiben es aus Spaß an der Freude, aber die meisten haben, wie Max, einen sehr guten Grund für ihre Recherchen. Heute kann sich jeder selbst durch wissenschaftliche Studien wühlen, wenn er das denn möchte. Wir sind nicht mehr auf den Konsens der sogenannten Experten angewiesen. Ich werde noch ein zweites Video verlinken, das sich ebenfalls jeder ansehen sollte, der die englische Sprache versteht. Best Foods, the best foods to eat to stay young and prevent cognitive decline. Lebensmittel, die uns lange jung halten und den kognitiven Verfall aufhalten. Was sollte man nach Max Lugavere also essen? Gesunde Fette für das Gehirn. Der schlechte Ruf von tierischen Fetten hält sich hartnäckig, obwohl die angebliche Schädlichkeit seit Jahren immer wieder widerlegt wurde. Für viele sind Pflanzenfette gesund, aber sie sind ein hochverarbeitetes Industrieprodukt aus Laboratorien und haben außer vielleicht einem günstigeren Preis nicht viel zu bieten. Bei den Pflanzenölen sind überhaupt nur Olivenöl und Kokosfett zu empfehlen. Wichtig für das Gehirn sind Omega-3-Fettsäuren, weil sie eine entzündungshemmende Wirkung haben. Diese findet man vor allem in tierischen Produkten wie Makrele, Lachs, Sardinen, Fleisch und Eier von Tieren aus Freilandhaltung. Sie verbessern bzw. reduzieren Entzündungen und verbessern das Gedächtnis und andere Funktionen des Gehirns. Gleichzeitig reduzieren sie Angstzustände und Depressionen. Wer hätte es gedacht? Einfach ungesättigte Fette in Olivenöl, Avocados und Nüssen sind empfehlenswert. Sie nähren das Gehirn und schützen vor Demenz. Absolut vermeiden sollte man alle raffinierten, erhitzten und verarbeiteten Pflanzenöle. Hochverarbeiteten Pflanzenöle.
Die vielgepriesenen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wie sie in Sonnenblumenöl und Rapsöl enthalten sind, sind aufgrund ihrer instabilen Doppelbindungen oft schon ranzig, bevor sie in Flaschen abgefüllt werden. Für die, die von Doppelbindungen noch nichts gehört haben, ihr könnt euch im Internet schlau machen, Pflanzenöle, Doppelbindungen, da werdet ihr alles erfahren. Diese Doppelbindungen machen die Pflanzenöle sehr anfällig von Einwirkungen von außen. Ne? Erhitzt man sie dann noch, werden sie zu einem echten Giftcocktail. Auch in verpackten Lebensmitteln verstecken sie sich. Beispiele sind Industriegebäck und die oh so gesunde Margarine. Ja, wie hieß das in den 80er Jahren? Margarine ist besser als Butter. Nö, ist sie nicht. Aber gut, vielleicht kommen wir irgendwann alle dahinter, dass an diesem Geschwätz von damals nichts dran war. Aber das hält sich hartnäckig. Hm? Entartete Pflanzenöle verhärten die neuronalen Membranen und führen zur Schrumpfung des Gehirns und zu Demenz. Eine weitere Information von Max Luger wäre: Ketonkörper sind der bessere Treibstoff. Wer meine Videos kennt, dem kommt das vor wie eine kaputte Schallplatte, weil ich das auch immer wieder erzähle. Der Durchschnittsmensch versorgt seinen Körper mit Glukose, also mit Zucker. Und diese wird im Stoffwechsel aus allem hergestellt, was der Mensch isst im Prinzip. Glukose reagiert im Gehirn mit Proteinen, also Eiweiß, Lipiden, also Fetten und Nukleinsäure und schädigt die Zellen. Dieser Prozess wird als Glykation oder Glykierung bezeichnet, Glykierung, und führt zur Bildung von schädlichen Advanced Glycation End Products, fortgeschrittenen Glykationsendprodukten, AGE abgekürzt. Je höher der Blutzuckerspiegel, desto mehr AGEs werden gebildet. Folge sind verhärtete Blutgefäße, ein höheres Risiko für Gefäßerkrankungen, vor allem bei Menschen, die durch Diabetes mellitus vorbelastet sind. Diese Gefäßerkrankungen führen zu einer Beeinträchtigung von Gedächtnisleistung und kognitiven Fähigkeiten. Der Zusammenhang zwischen Glykation und Alzheimer gilt als gesichert. Eine alternative Energiequelle sind Ketone bzw. Ketonkörper. Diese entstehen normalerweise beim Fettabbau, also wenn der Glukosevorrat nicht mehr ausreicht und wir nach längeren Essenspausen auf unsere eigenen Fettreserven zurückgreifen müssen. Und das passiert auch beim Fasten. Ketonkörper wirken sich positiv auf den Wachstumsfaktor BDNP, alles wieder Englisch, Brain-Derived Neurotrophic Factor, aus, der das Lernen, die Plastizität des Gehirns und das Stimmungsgleichgewicht fördert. Wer phasenweise fastet, also Intervallfasten, zwingt seinen Körper, von der Glukose als Energiequelle auf Ketonkörper umzuschalten und dies mehrmals, möglicherweise am Tag oder zumindest mehrmals die Woche. An diesen Wechsel muss man sich erst gewöhnen. Und das geht für manche nicht so ganz ohne Nebenwirkungen ab, aber meistens ist das Schlimmste nach 2 Wochen überstanden und dann läuft die Sache von ganz alleine. Für unsere frühen Vorfahren waren diese Wechsel zwischen Glukose- und Ketonkörpern ganz normal, obwohl sie das natürlich nicht wussten, weil sie nicht immer Nahrung zur Verfügung hatten. Vergleichbar ist der Prozess mit einem Hybridauto, das problemlos zwischen 2 Treibstoffarten hin und her schaltet. Man muss aber nicht unbedingt hungern, um diesen Effekt zu erreichen. Intervallfasten ist zwar eine gute Alternative, aber man kann es auch mit einer Reduktion von Kohlenhydraten versuchen. Das ist nicht ganz so effektiv, funktioniert aber auch.
Neulinge können versuchen, mindestens 12 Stunden pro Tag zu fasten. Da wir im Schnitt 8 Stunden schlafen, bedeutet das, dass wir nur 4 Stunden davor oder danach fasten müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Danach kann man die Fastenphase etwas verlängern, 14 Stunden, 16 Stunden oder mehr. Manche Leute fasten 24 Stunden am Stück oder noch länger. Man bleibt auch in den Essensphasen in Ketose, wenn man die Kohlenhydrataufnahme auf ein Minimum reduziert. Und das ist eigentlich relativ einfach, wenn man die hochverarbeiteten Kohlenhydrate weglässt. Die Faustregel lautet viel Fett und möglichst wenige Kohlenhydrate. Die nächste Aussage von Max Luger wäre, mit kleinen Schritten kommt man auch ans Ziel. Das stammt sicherlich nicht von ihm, aber es ist trotzdem wahr. Erste positive Veränderungen lassen sich schon nach wenigen Tagen Verzicht auf hirntoxische Lebensmittel feststellen. Wenige Entzündungen im Gehirn wirken sich positiv aus auf Depressionen, Angstzustände, Parkinson und Alzheimer. Vor allem verarbeitete und noch eher die hochverarbeiteten Kohlenhydrate, aber auch Weizen und Zucker generell, hochverarbeitete Pflanzenöle, Süßstoffe aller Art, Fruchtsäfte, Softdrinks, das gehört alles in den Müll. Etwas teurer, aber sehr viel gesünder sind Omega-3-reiche Lebensmittel, hochwertige Fette, Fleisch, Nüsse, Samen, kohlenhydratarmes Gemüse, zuckerarmes Obst und schwarze Schokolade. Echte Nährstoffbomben sind Innereien. Ich sehe schon, wie alle das Gesicht verziehen. Und vor allem Leber. Ja, ich habe Leber als Kind gehasst. Heute weiß ich sie zu schätzen. Und Eier. Ja. Die Dinge ändern sich. Auf Kohlenhydrate muss man nicht komplett verzichten. Mit 20 bis 40 Gramm pro Tag ist man gut im Limit. Wer kein Zucker-Junkie ist, also nicht süchtig nach Zucker, kann nach 2 Wochen bestimmte Kohlenhydrate wieder einführen. Aber es sollten gehirnfreundliche sein, wie Avocados, Pilze und Leinsamen zum Beispiel. Das neue Limit wäre dann 50 bis 70 Gramm pro Tag. Aber Vorsicht, diese Menge ist schnell erreicht. Wer süchtig nach Zucker und Weizen ist, und das sind, ohne dass sie es wissen, die meisten, ist gut beraten, Kohlenhydrate generell zu meiden. Für Zuckerjunkies gelten dieselben Empfehlungen wie für Raucher, Alkoholiker und Drogenabhängige. Und das bedeutet Abstinenz. Wobei das bei Drogen, Alkohol und Zigaretten einfacher ist als bei Nahrung, weil man muss ja essen, aber man hat die Wahl. Man muss nicht alles essen, was es zu kaufen gibt. Max Luger wäre hält in einer späteren Phase Dinge wie Bananen, Süßkartoffeln und Reis für akzeptabel. Der hat ganz offensichtlich keine Essstörung, sonst würde er das nicht sagen. Wer keine Essstörung hat und mit diesen Dingen keine Probleme, kann das tun. Den anderen würde ich davon abraten, weil das ein Trigger ist und dann verfällt man wieder in die alte Achterbahn mit hochverarbeiteten Lebensmitteln oder zumindest süßen Lebensmitteln und dann kommt man da so schnell auch nicht mehr raus. Weil der Körper diese Dinge im Eiltempo in Glucose, also Zucker, umwandelt und das ist der Treibstoff des Süchtigen. Ne? Der Süchtige füttert damit seine Dämonen. Ja, bei Essgestörten ist der Zucker das, was der Alkohol beim Alkoholiker ist. Ich sehe darin nicht viel Sinn und dies umso weniger, wenn man sich vor Augen hält, dass kohlenhydratarme Lebensmittel oft viel mehr und bessere Nährstoffe enthalten. Lebensmittel sollte man immer nach ihrem Nährstoffgehalt auswählen. Ja, ich will euch das Stück Geburtstagstorte nicht ausreden oder ein paar Leckereien an Weihnachten, aber das sollte kein tägliches Ereignis werden. Wer sich darauf einlässt,
wird schnell positive Veränderungen feststellen, wie zum Beispiel Gewichtsabnahme, mehr Energie, mehr Ausdauer und ein fröhlicheres Gemüt. Prädiabetes und Insulinresistenz werden besser oder verschwinden ganz. Depressionen, Angstattacken und bipolare Störungen verlieren ihren Schrecken. Diabetiker können ihre Medikamente reduzieren oder sie ganz absetzen. Diese Ernährung reduziert Alterungstoxine und Entzündungen, die ein Merkmal bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und ALS sind. Fastfood, Fertigmahlzeiten und alle hochverarbeiteten Lebensmittel, die diese Bezeichnung eigentlich gar nicht verdienen, sind für niemanden empfehlenswert. Man denke da an Dinge wie Kartoffelchips, Cracker, fertige Salatsoßen, Erfrischungsgetränke, das hört sich so einladend an. Das ist aber eigentlich nur Zuckerwasser. Verpackte und oder tiefgekühlte Fertigmahlzeiten. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Der Verzicht auf Weizen- und glutenhaltige Lebensmittel, Gluten macht auch süchtig übrigens, hochverarbeitete Fleisch- und Käsesorten, konzentrierte Süßungsmittel wie Honig und Zucker sowie handelsübliche Speiseöle ist in jedem Fall zielführend, der Verzicht. Und letztendlich kann natürlich auch ein bisschen Bewegung an der frischen Luft nicht schaden, wobei Sport ohne Ernährungsumstellung sich weder zum Abspecken eignet noch sonst wie förderlich ist. Wer meine Videos kennt, wird feststellen, dass ich hier nichts Neues erzähle. Es kommt nur wieder mal aus einer weiteren Quelle. Aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und die meisten wechseln wirklich leichter ihre Religion, als dass sie etwas an ihrer Ernährung ändern würden. Und deshalb kann man diese Dinge gar nicht oft genug wiederholen. Ja, wer mehr dazu wissen will, schaut euch um in meinen Videos. Da gibt es mehr als genug zu diesen Themen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage euch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.